Buenos dias, ihr Lieben. Ich grüße euch aus Peru. Nach wie vor bin ich hier und heute habe ich ein super spontanes Video für euch. Ich habe ein neues Bild gemalt und darüber möchte ich sprechen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mit dir über die Kunst des Geschichtenerzählens sprechen. Denn ich weiß, viele von euch möchten sich mehr sichtbar machen, online oder auch offline, ganz egal wo, und ihre Kunst zeigen und darüber sprechen. Und das Geschichtenerzählen, das Storytelling in der Kunst ist so eine Bereicherung. Und ich hatte so einen Augenöffner vor ein paar Tagen. Da hat mir nämlich eine Frau bei Instagram geschrieben, dass sie zufällig auf meinen YouTube-Kanal gestoßen ist, eins meiner Videos gesehen hat und dann komplett eingetaucht ist in meine Welt der Kunst. Sie ist von meinem YouTube-Kanal dann auf meine Seite gekommen, auf meinem Instagram-Kanal, hat sich für mein Newsletter angemeldet und dachte sich so, wow, krass, hier ist voll die neue Welt, super inspirierend, hier öffnet sich mein Herz, ich merke, da ist etwas, was mich ruft. Und als sie mir das geschrieben hat, dachte ich mir, wie kann ich das an euch, wie kann ich das an dich weitergeben, denn ich weiß, dass viele von euch sich schwer tun, sich zu zeigen, ihre Kunst zu zeigen, Geschichten zu erzählen. Ich glaube aber, das kann jeder. Wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und dieses Video heute wird praktisch. Du kannst dir auf jeden Fall Zettel und Stift mit an die Hand nehmen. Ich möchte dir im späteren Verlauf des Videos ein paar Aufgaben geben. Aufgaben, die du heute noch für dich umsetzen kannst, um deine Geschichte zu erzählen. Genau darum soll es heute gehen. Wenn du neu bist auf diesem Kanal, dann möchte ich dich herzlich begrüßen. Ich bin Nora, ich bin seit 10 Jahren selbstständig, 5 Jahre als Reisebloggerin, danach kam die Kunst. Ich bin Malerin, ich habe über 100 Bilder gemalt, ich verkaufe meine Kunstwerke online in meinem Online-Shop, auch die Originale. Ich bringe Kunstkalender raus, ich habe ein Buch geschrieben über meine Reise zur Kunst. Denn ich habe auch 5 Jahre in Peru gelebt. Ich bin gerade in Peru, deswegen trage ich auch diese Mütze, diesen Hut. Und ja, wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren auf meiner Reise, dann ist es die Kraft der Geschichten. Ich selber liebe Geschichten. Ich liebe es, mich inspirieren zu lassen von Menschen, die Geschichten erzählen, die sich zeigen, die sich mitteilen, die ihre Persönlichkeit, ihre Essenz in Geschichten weben. Und mit Geschichten meine ich jetzt nicht nur Texte, sondern die Mischung aus Kunst, aus Malerei, Text, Video, Ton, Audio, Musik. All das ist für mich eine Geschichte, die mich im Herzen berührt und wo ich mich automatisch verbunden fühle mit diesen Menschen und wo ich dann merke, wow, da möchte ich folgen, da möchte ich tiefer eintauchen. Und dann verbinde ich mich mit diesen Geschichten, mit diesen Menschen, die ja hinter diesen Geschichten stecken. Und dann möchte ich das Buch kaufen, möchte ich den Online-Kurs machen, möchte ich einfach weiter Teil dieser Community sein, was auch immer diese Person anbietet. Genau. Und wo soll ich anfangen? Fangen wir doch einfach mal an. Warum sind Geschichten heutzutage immer noch so relevant? Warum brauchen wir Geschichten und warum solltest du deine Geschichte erzählen? Ganz einfach, Geschichten begleiten den Menschen seit Jahrtausenden von Jahren. Geschichten sind in unserer DNA abgespeichert. Das fließt durch unser Blut. Die Fähigkeit und die Sehnsucht, Geschichten zu erzählen, das ist Teil von uns Menschen. Einerseits lieben wir es, Geschichten zu hören, uns inspirieren zu lassen. Dadurch finden wir Halt und Orientierung. Wir lernen durch Geschichten. Und gleichzeitig ist es in jedem Menschen drin, Geschichten zu erzählen, sich mitzuteilen, sich auszudrücken. Denn alles, was sich nicht ausdrückt,
das drückt sich ein, das manifestiert sich. Das ist wie Wasser. Wenn wir Wasser runterdrücken, Traurigkeit runterdrücken, Wasser findet irgendwann seinen Weg und wird irgendwann irgendwo wieder rauskommen. Ja, und so ist es eben mit all dem, was uns beschäftigt, was in uns reinkommt, das darf auch wieder rauskommen und Geschichten sind eine tolle Möglichkeit, uns zum Ausdruck zu bringen. Als erstes möchte ich dir ein paar Beispiele nennen für Menschen, Unternehmer, Künstler, die mich mit ihrer Geschichte inspiriert haben. Ganz am Anfang meiner künstlerischen Reise, das ist jetzt so 6 Jahre her und ich weiß es noch ganz genau, da war ich damals in Peru im Dschungel. Ich wusste, ich gehe bald wieder zurück nach Deutschland und ich war bei YouTube unterwegs, wollte irgendein Video schauen und dann bin ich auf den YouTube-Kanal gestoßen von Carolina Arevalo. Carolina ist eine Peruanerin, was natürlich mich sofort interessiert hat, da ich ja auch diese Verbindung mit Peru habe. Ich habe ja 5 Jahre in Peru gelebt, darunter auch mehrere Monate in Tarapoto in Nordperu. Und Carolina stammt sogar aus Tarapoto, aus Nordperu. Sie lebt jetzt aber in den USA, ist Künstlerin und hat mich mit ihrer Geschichte komplett abgeholt. Als ich damals angefangen habe, ihre Videos zu schauen, war sie gerade noch in diesem Transit zwischen einem Nebenjob, den sie hatte in einer Bar. Sie hat in einer Bar gearbeitet und hat nebenbei begonnen, sich ihr Kunstbusiness aufzubauen. Und bei YouTube hat sie ihre Follower mit auf die Reise genommen. Bis heute macht sie das. Sie teilt Malprozesse, sie gibt Einblicke in ihr Atelier. In jedem Video thematisiert sie etwas anderes, mal spricht sie über ihre Kunstmaterialien, sie spricht auch sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit, sie arbeitet auch mit Kakao, also auch Kakao ist bei ihr mit in ihre Welt mit drin und auch das resoniert mit mir, denn auch ich habe ja diese starke Verbindung zu Kakao durch mein Leben in Peru, dadurch, dass ich selber Kakaoplantagen besucht habe und sie hat auch diesen spirituellen Touch, ohne zu spirituell zu sein. Also ich sehe einfach die Verbindung zur Natur und zum Kosmos in ihren Bildern. Es ist einfach so eine Welt, in die ich da einsteigen kann. Sie hat einen ganz besonderen Stil. Und wenn ich mir ihre Videos anschaue und dann natürlich auch ihren Instagram-Kanal, dann verstehe ich. Ich verstehe ihre Kunst. Ich fühle ihre Kunst umso mehr, weil ich ihre Geschichte kenne. Ich verlinke ihren Kanal super gerne hier in der Videobeschreibung, wenn du mal reinschauen möchtest. Und was ich dir jetzt mitgeben möchte, ist, es kann sein, dass du mit Carolina nicht so sehr resonierst wie ich mit ihr. Und das ist vollkommen normal. Denn Carolina und ich, wir haben viele Schnittstellen, dadurch, dass sie Peruanerin ist, ich in Peru gelebt habe, sie mit Kakao arbeitet und ich einfach ihre Art mag. Und es kann sein, dass dich wiederum ganz andere Menschen inspirieren, ganz andere Menschen ansprechen. Und das ist das, was ich dir auch an dieser Stelle schon mal mit auf den Weg geben möchte. Wenn du deine Geschichte teilst, dann sei dir sicher, dass du niemals bei allen Menschen gleich gut ankommen wirst. Du kannst nicht everyone's darling sein. Du kannst es nicht jedem recht machen, weil du bist einzigartig und das ist die Grundvoraussetzung, dass du dich auch einzigartig zeigst, dass du dich so zeigst, wie du bist. Auch ich zeige oder versuche, mich so zu zeigen, wie ich bin und das wird auch auf Kritik und Ablehnung stoßen. Denn es wird Menschen geben, die das nicht gut finden, dass ich einen Hut trage oder die irgendwas an mir nicht mögen. Und das ist fein, das ist vollkommen fein, das ist normal. Aber, und da kannst du dir sicher sein, wenn du dich traust, da rauszugehen, dein Gesicht zu zeigen, deine Kunst zu zeigen, deine Stimme, wow, so kraftvoll, deine Stimme zu teilen, dann wird es Menschen geben, und das verspreche ich dir, die dich lieben werden für das, was du bist
für das, was du zeigst und die dir so, so dankbar sein werden und bei denen etwas im Herzen aufgeht. Und für diese Menschen tust du das. Merk dir das, das ist so wichtig. Also, das ist meine erste Geschichte, die ich mit dir teilen wollte, oder mein erstes Beispiel, Carolina Arevalo. Ein weiteres großes Vorbild für mich ist Jonna Jinton. Oh mein Gott, ich liebe die Videos von Jonna Jinton, von der Schwedin, deren Geschichte es ist, dass sie aus der Großstadt zurückgegangen ist in ihr Heimatdorf in der Mitte von Schweden, mitten in der Natur. Und sie hält dort ihr Leben fest, sie dokumentiert ihr Leben in Vlogs, also bei YouTube auch. Sie hat einen riesengroßen YouTube-Kanal und sie macht so ästhetisch schöne Videos. Sie hat wirklich einen Sinn für Ästhetik und gleichzeitig kann sie so gut ihre Gefühle in Worte verpacken. Also ich nehme an, sie schreibt Texte, die sie dann vertont für ihre YouTube-Videos und dann mit diesen hammergeilen Aufnahmen der Natur ist das einfach wow, da tauchst du einfach nur ein in diese Bilderwelten, in diese Magie, in diese Mystik Schwedens. Und gleichzeitig ist sie auch eine Künstlerin. Sie malt auch Kunstwerke, die sie verkauft. Sie verkauft ihre Fotografien. Und das alles ist so ein gelungenes Storytelling, so ein Bild für sich, ein Kunstwerk für sich, sage ich gerne. Denn ein Kunstwerk ist nicht nur eine Malerei, sondern ein Kunstwerk ist die gesamte Schöpfung, unsere gesamte Kreativität, das Zusammenspiel aus Malerei, aus dem Schreiben, aus Sprechen, Singen, Filme machen. All das, wie wir uns zeigen, wie wir uns kleiden, all das ist Kunst am Ende des Tages. Natürlich kannst du auch nur malen. Und das ist vollkommen fein, wenn du sagst, ey Nora, alles schön und gut, ich möchte einfach nur malen. Dann tu das. Dann brauchst du aber Unterstützung. Denn nur indem du malst, einfach nur malst und dein Atelier sammelt sich mit Kunstwerken, das ist alles schön und gut. Das ist wichtig für dich, dass du malst und da kannst du viel loslassen. Aber wer soll von deiner Kunst erfahren? Wer soll von deiner Kunst erfahren? Wie willst du sie nach außen transportieren, wenn du nicht schon bekannt bist als Künstlerin durch dein Studium oder weil du einen Galeristen hast? Oder kann ja sein, vielleicht ist ja jemand dabei, der da schon so auf dem Weg ist, dann Chapeau, ich freue mich für dich. Aber wenn du gerade erst am Anfang stehst, dann darfst du die digitalen Medien nutzen und dann darfst du dich öffnen für das Schreiben von Geschichten und glaub mir, es ist so eine Bereicherung. Und ja, wir müssen erstmal ganz viele Glaubenssätze über Bord werfen. Von wegen, ich kann nicht schreiben, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Ich hatte schlechte Noten in Deutsch, hatte ich auch. Also ich habe keine gute Erinnerung an den Deutschunterricht. Und trotzdem, da mein Bedürfnis größer ist, mein Bedürfnis, mich auszudrücken, ist größer als die Angst, dass jemand Scheiße findet. Ich habe 5 Jahre lang einen Reiseblog geschrieben über Peru, Info Peru. Kannst du gerne mal schauen. Und wenn du dir die ganz alten Artikel von mir anschaust, das ist mir ein bisschen unangenehm. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Denn ich habe jeden zweiten Satz mit Smileys beendet und habe sehr, sehr viele Ausrufezeichen verwendet und habe überhaupt noch gar nichts vom Schreiben gewusst, aber du kannst in diesen Texten meine Begeisterung lesen. Zwischen den Zeilen wird dir nicht meine Begeisterung für Peru entgehen. Und das ist Storytelling. Wenn es dir gelingt, deine Gefühle, deine Liebe, deine Inspiration, dein Oh mein Gott, ich will das tun, in Kunst zu verwandeln. Verstehst du? Das ist Storytelling, wenn du dich ausdrückst, wenn du deine Geschichte teilst. So, und jetzt ein wichtiges Learning. Deine Geschichte ist niemals in keinem Moment in Stein gemeißelt. Wenn du heute einen Text über dich schreibst und morgen wieder und übermorgen wieder und übermorgen wieder,
dann wird jeden Tag dein Text anders sein. Denn du veränderst dich jeden Tag. Und es ist deine Aufgabe, dein Leben, deine Prozesse, alles, was dich inspiriert, was dich bewegt, was dich traurig macht, was dich wütend macht, all das in Kunst zu verwandeln, in Text zu verwandeln, darüber zu schreiben. Und natürlich wird sich das ändern. Denn du änderst dich Tag für Tag für Tag. Und wie schön ist es bitte, wenn du schreibst und wenn du in einem Jahr zurückblicken kannst, wenn du dein Notizbuch aufschlägst und dir durchliest, was du damals geschrieben hast und dann deine Entwicklung beobachten kannst, dann wächst du wahrhaftig. Und genauso ist es ja mit der Kunst. Das ist ja auch das, was wir sagen mit den malerischen Rauhnächten. Wenn du jedes Jahr daran teilnimmst, dann wirst du deine Entwicklung beobachten können. Dann wirst du beobachten können, wie du dich entwickelst. Und das ist eine Einladung, zu wachsen, besser zu werden. Und auch, und das ist auch super spannend, du wirst die Menschen, die deine Geschichte verfolgen, wirst du mitnehmen auf die Reise. Und diese Menschen werden dich beobachten und die werden sehen, wie du wächst. Und diese Menschen werden dir das früher oder später dann auch mitteilen. Denn es gibt Menschen, die mir heute schreiben, Nora, ich kenne dich noch aus Peru-Zeiten. Ich weiß noch, wie du ganz zögerlich angefangen hast, deine Kunstwerke zu teilen und wie schüchtern du noch warst, ja. Und jetzt sehe ich, wo du heute stehst und es ist schön zu sehen, wie du dich entwickelt hast. Und das kannst du auch. Nur, du musst anfangen. Du musst einmal irgendwo anfangen. Genau. Und bevor ich dir gleich meine Aufgaben mit auf den Weg gebe, wo ich dich bitte, oder wenn du möchtest, du musst ja gar nichts tun, du musst gar nichts, ganz wichtig. Ich habe da so ein Affirmationskärtchen in meinem Auto, da steht drauf, du musst nicht. Ja, am Ende des Tages musst du gar nichts. Du musst nichts von dem, was ich dir sage, tun. Du darfst auf dein Bauchgefühl hören und das ist das einzig Richtige. Ich möchte dir noch von einem TED-Talk erzählen, den ich vor vielen, vielen Jahren gesehen habe und der maßgeblich meine Arbeit beeinflusst hat, über den ich heute noch spreche, wo ich heute noch Menschen von erzähle, weil ich finde, dass dieser TED-Talk, diese Rede wirklich einen Unterschied in meinem Leben gemacht hat und in meiner Arbeit. Und das ist der TED-Talk Start with Why von Simon Sinek. Verlinke ich ebenfalls unter diesem Video. Und der TED-Talk ist in Englisch, aber ich bin mir sicher, dass es auch einen deutschen Untertitel geben wird. Und in diesem TED-Talk spricht Simon Sinek darüber, warum das Warum so wichtig ist. Viele Unternehmen, wenn sie etwas verkaufen, dann sagen sie dir, was sie verkaufen oder auch wie sie es verkaufen. Was oder wie, die meisten Unternehmen orientieren sich daran. Ich verkaufe ein Kunstwerk. Boom. Dieses Kunstwerk hat diese Qualitäten oder ist mit Acrylfarben gemalt oder ist auf Leinwand und ist so und so groß. Das sind so die Fakten. Und das ist alles schön und gut und das kann auch erwähnt werden. Aber Simon Sinek erklärt, warum es so wichtig ist, über das Warum zu sprechen. Warum malst du? Warum stehst du frühmorgens auf? Was ist deine Grundmotivation zu malen? Warum bist du Künstlerin geworden? Warum schaust du dieses Video? Warum ist dir so wichtig, an einem Freitagabend zu malen, anstatt vielleicht ins Kino zu gehen? Warum? Was motiviert dich? Was treibt dich an? Denn dieses Warum ist aufgeladen mit Emotion. Und Emotion ist das, was uns mit anderen Menschen verbindet. Dass ich mit Acrylfarben male, das ist meine Technik, aber das verbindet mich nicht automatisch auf einer emotionalen Ebene mit anderen Menschen. Aber wenn ich sage, ich male, weil ich meine Gefühle zum Ausdruck bringen möchte, weil ich auf meiner spirituellen Reise bin, weil ich bestimmte Erkenntnisse
gesammelt habe, die mich haben wachsen lassen, wo mein Herz aufgegangen ist, wo ich eine ganz bestimmte Herausforderung in meinem Leben überwinden konnte, wo mir etwas über das Leben bewusst geworden ist, warum ich auch bestimmte Farben wähle, was die Bedeutung dieser Farben ist, was sie in mir hervorrufen. All das ist das Warum. Warum male ich in the first place, sagt man im Englischen so schön. Warum male ich überhaupt? Warum male ich, um mich zu entspannen, weil ich vielleicht einen stressigen Alltag habe und weil das Malen meine Art ist, mich zu zentrieren, weil Malen meine Meditation ist. Alle sagen, du musst meditieren, du musst Yoga machen. Aber wenn Malen deine Art ist, zu dir zu kommen, Kraft zu schöpfen, dann ist das ein Warum. Dann ist das ein sehr, sehr starkes Warum. Und das darfst du erzählen, darüber darfst du sprechen. Also ganz klare Empfehlung, schau dir dieses Video unbedingt mal an, diesen TED-Talk. Simon Sinek nimmt als Beispiel die Computerfirma, Sprachfehler. Auch das authentisch, ja? Du darfst dich versprechen, ja? Genau, er nimmt die Computerfirma Apple als Beispiel, weil Apple sehr viele Menschen, fast alle Menschen, würde ich sagen, kennen. Ja, also entweder Microsoft oder Apple. Und ich persönlich bin auch ein Apple-Fan, muss ich gestehen. Also deswegen resoniert das mit mir und schaust dir unbedingt mal an. Ich denke, du kannst da einiges für dich mitnehmen. Und bevor ich gleich dir die Aufgaben nenne, habe ich mir gedacht, lass ich dich wissen, wie mein Storytelling ganz konkret aussieht in Bezug auf Kunst. Denn vielleicht denkst du dir jetzt, okay, Nora, du redest schön und findest die richtigen Worte. Aber wie sieht es denn ganz konkret aus, wenn du ein Bild gemalt hast? Was ist denn deine Geschichte? Was erzählst du da? Und ich habe ein Bild gemalt, erst vor wenigen Tagen. Vielleicht hast du es schon bei Instagram gesehen oder auch in meinem Newsletter in meiner Atelierpost gelesen. Ich habe dieses Kunstwerk gemalt, das ich jetzt hier auch einblende. Und es trägt den Titel Kolibri. Ich stelle es hier mal eben hin, dass ich es sehen kann. Und die Geschichte, die Bedeutung, warum ich dieses Bild gemalt habe. Ich bin wieder in Peru. Ich bin umgeben von Bergen, von den Anden. In dem Bild siehst du die Anden, die Berge. Und hier befinde ich mich im heiligen Tal der Inka, in Pisac. Und anders als früher bin ich hier, um tiefer einzutauchen in die alten Traditionen und in die Medizin, in die schamanischen Praktiken der Keros, der Andenschaman. Hier in Pisac gibt es super, super viele coole Workshops, wo ich mehr lernen kann über die Andine Kosmovision. Es gibt aber auch Breathwork und Yoga und alles, was das spirituelle Herz begehrt. Also ich bin hier genau am richtigen Fleck und habe schon einige Zeremonien mitgemacht. Unter anderem eine super, super, super kraftvolle Breathwork-Zeremonie. Breathwork, Atem, eine Atemreise, die sehr, sehr tief ging. Und ein paar Tage vorher war ich bei Freunden hier im Heiligen Tal, die hier leben, eine deutsche Auswanderin. Und sie leben in einem paradiesischen Garten. Und hier in Südamerika gibt es ja Kolibris. Kolibris gibt es, soweit ich weiß, in Europa nicht. Ich glaube, es gibt sie nur in Nordamerika oder Südamerika, wenn mich nicht alles täuscht, aber kann auch falsch liegen. Auf jeden Fall habe ich einen ganzen Tag lang in dem Garten die Kolibris beobachtet. Ich habe in der Nacht unter der Terrasse geschlafen, ich habe draußen geschlafen, ich habe den Sternenhimmel gesehen. Und dann habe ich früh morgens wurde ich mit dem Konzert der Vögel geweckt und ich habe die Kolibris beobachtet, wie sie in die Blüten geflogen sind, in die Blumen geflogen sind und dort ihren Nektar
sich geholt haben. Und es geht immer ganz schnell und es ist auch ganz schwierig, Kolibris mit der Kamera einzufangen, denn die sind so, so flink und so, so schnell unterwegs. Und das ist auch der Grund, warum ich den Kolibri gemalt habe. Weil wenn ich heute etwas nicht mehr filmen kann oder mit der Kamera fotografieren kann, dann male ich das. Und das gibt mir ein so schönes Freiheitsgefühl, so eine Erleichterung, wenn ich auf Reisen bin. Ich kann mich total entspannen, ich kann voll im Hier und Jetzt sein, weil ich weiß, der Moment geht nicht verloren. Nein, denn ich kann dem Moment, alles, was mich im Herzen berührt, was mich bewegt, fließt in mein Notizbuch in Form von Text, in Form von kleinen Skizzen. Und dann kann ich das malen. Das ist meine Kunst, mein Ausdruck. Als ich dann die Breathwork-Session gemacht habe, gab es einen Moment, also du lädst dich ja mit deinem Atem total energetisch auf und ich habe so viel Energie gespürt und so eine Vibration, dass ich in einem Moment das Gefühl hatte, ich habe es irgendwie an meinen Wangen gespürt, als wäre ganz viel Energie und ich habe so eine Vibration gespürt und ich hatte so das Gefühl, dass ein Kolibri so ganz schnell so flattert und als wäre er so in mir. Oder als wäre ich der Kolibri. Ich habe die Frequenz des Kolibris gespürt. Ich habe mich mit ihm verbunden. Und das, wow, war so kraftvoll. Und das hat mich zutiefst inspiriert, dieses Bild zu malen. Dann habe ich eine Frau gemalt, gezeichnet. Ich male oft Frauen, weil ich eine Frau bin, weil ich mich damit spiegle. Und habe geschaut, wie kann ich diese Verbindung herstellen zu dem Kolibri. Dann kam mir die Idee mit diesem leuchtenden Hintergrund und den Energielinien, die ich schon ab und zu gemalt habe in meiner Kunst, aber diesmal mehr, weil ich es noch mal mehr gefühlt habe und generell male ich das, was ich fühle. Ich kann kein Kunstwerk von einem anderen Künstler kopieren, weil ich es noch so atemberaubend finde. Wenn ich es nicht fühle, ist es nicht meins. Und deswegen habe ich auch keine Sorge, dass andere Menschen meine Kunstwerke kopieren. Ich habe Online-Kurse, ich teile mein Wissen. Ganz, ganz viele meiner Schülerinnen malen meine Bilder nach, um es zu üben. Und ich liebe es, ich finde es toll, weil ich weiß, keine von ihnen, keiner, würde jemals meine Bilder kopieren wollen, weil sie es gar nicht fühlen können, weil es gar nicht ihrer Essenz entspricht. Denn am Ende des Tages geht es ja um dich. Und wenn du lernst, darfst du kopieren, aber du wirst früher oder später deine eigenen Visionen malen, das verspreche ich dir, weil es deine Aufgabe ist, dich zum Ausdruck zu bringen und nicht mich. Ja, das ist mein Job. Ich bringe mich zum Ausdruck und du bringst dich zum Ausdruck, okay? Und deswegen male ich das, was ich fühle und nur das und nur das. Und das ist mein Warum. Und das habe ich mit diesem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht und ja, habe es bei Instagram geteilt. Ich habe erste Gedanken geteilt, das, was direkt im Prozess schon da war. Kann ich dir auch den Tipp geben, wenn du malst, hab schon ein Notizbuch an der Seite und halte deine Gedanken schriftlich fest, denn das ist Gold wert. Denn wenn du malst, bist du ja geöffnet und dann kommen die ganzen tollen Ideen und die solltest du aufschreiben, das ist der perfekte Moment. Ja, und da sind wir vielleicht schon bei der ersten Aufgabe. Jetzt, meine Lieben, nimmst du dir dein Notizbuch, etwas zum Schreiben? Jetzt möchte ich ein paar konkrete Aufgaben mit dir teilen, die du noch heute umsetzen kannst, um zur Geschichtenerzählerin, um zum Geschichtenerzähler deiner Kunst zu werden und andere Menschen mit deiner Kunst, mit deinem Wesen, mit deiner Arbeit zu inspirieren. Ihr Lieben, ich bin echt aus der Puste. Das ist die Höhe. Ich bin hier auf 3430 Meter in Cusco in den Anden. Und hier ist die Luft echt dünn und ich stehe beim Sprechen, weil ich festgestellt habe, dass ich dann mehr an meiner Kraft bin, dass die Energie besser zirkulieren kann, als wenn ich auf einem Stuhl sitze, so eingekrümmt, naja, du weißt schon.
dann fließt die Kundalini-Energie nicht so gut. Und kleiner Tipp für dich, wenn du mal Videos aufnimmst, probier es mal im Stehen. Aber wie gesagt, ich bin hier in der Höhe und ich merke, wenn ich so spreche und spreche und spreche, mir geht ein bisschen die Luft aus. Okay, das nur als kleiner Storytelling-Element, ganz nebenbei. Okay, also ich habe mir hier die 5 Sachen, oder wie viel sind es denn? 3 habe ich hier, sehe ich hier. Okay, die 4. Fangen wir mal bei dem an, was ich gerade schon gesagt habe, ist, dass wenn du malst, dass du dir ein Notizbuch, eine alte Rechnung, was auch immer, ein Blatt Papier an die Seite legst. Und wenn du malst und so deine Stimmen beobachtest, kommen ja immer irgendwelche Stimmen. Und es können ja auch irgendwelche Bullshit-Geschichten sein, die du dir erzählst. Es können aber auch schöne Gedanken sein oder Inspirationen, Erkenntnisse. Was auch immer kommt, schreib es dir auf. Schreib es dir auf. Ja? Ohne es zu bewerten, bewerte nicht. Schreib einfach auf, was da in deinem Kopf so drin ist. Hol es raus. Es kann auch sein, dass sich dadurch schon vieles löst, dass viele Stimmen, die vielleicht jetzt immer wieder kommen, sowas wie, du bist nicht gut genug oder es ist Zeitverschwendung, du solltest eigentlich dies und das und jenes tun, aber nicht malen. Schreib dir das einfach mal auf, hinterfrag das mal, frag mal, ist das wahr? Ist das wahr? Ist es wahr, dass es Zeitverschwendung ist? Oder könnte es sein, dass mir das Malen gerade unglaublich viel schenkt, dass es mich beruhigt, dass es mich glücklich macht, dass ich künstlerisch wachse, dass ich das Kunstwerk auch verkaufen kann, verschenken kann, whatever, ja? Also, wer sagt denn, dass das Zeitverschwendung ist, wenn du malst, ja? Das ist so ein Gedanke, den ich mal hatte, deswegen das als Beispiel. Okay, also, erste Aufgabe, schreibe, journal, wenn du malst, dann halte alles schriftlich fest, was dir durch den Kopf geht oder auch was auf ganz magische, göttliche Weise zu dir kommt, weil du gerade beim Malen geöffnet bist und empfänglich bist. Genau, okay. Nächster Punkt. Von allen Menschen, die du online folgst, überlegst du mal, welche Menschen inspirieren dich ganz besonders. Das können Musiker sein, Künstler, Unternehmer, kreative Menschen. Und such dir mal 3 von diesen Menschen raus, die du am meisten inspirierend findest. Und da trägst du dich mal in den Newsletter ein oder nimmst dir vor, diese Personen, diese Unternehmen, diese Künstler mal über einen Zeitraum zu beobachten. Und das geht natürlich besonders gut, wenn du dich in den Newsletter einträgst. Bei mir ist es die Atelierpost. Und dann mal schaust, wie gestalten diese Künstler, ich sage jetzt einfach mal Künstler, ihre Newsletter. Worüber schreiben sie? Wie oft bewerben sie ihre Produkte? Wie oft teilen sie Mehrwert? Wie oft teilen sie Geschichten von persönliche Geschichten? Wie sind diese Geschichten, was beinhalten diese Geschichten? Also wie viel Privates teilen sie? Was sind die Elemente von ihrem Storytelling? Wenn du diesen Newsletter empfängst, wohin verlinkt dieser Newsletter? Was kannst du dir dann anschauen? Also tauch einmal ein in die Content-Welt dieser Menschen, die du inspirierend findest. Und analysiere das mal. So wie ich das mit Carolina Arevalo gemacht habe. Weil sie hat mich unendlich inspiriert und sie hat meine Arbeit definitiv geprägt. Ich habe wegen Carolina Arevalo einen YouTube-Kanal gestartet. Ja, also das kann ich wirklich ihr zuschreiben. Und so richtig ausgeartet mit meiner Atelierpost ist es durch andere Content-Creator, durch andere Künstler, durch andere Kreative, die ich bewundert habe, wie sie das machen. Und dann habe ich mir das abgeschaut und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann ja an meiner Atelierpost auch persönliche Sachen teilen. Und wer sagt denn, dass das nicht Gehör findet, dass das nicht mich verbindet mit den Menschen, die mir da lesen. Also schau mal, wem du folgst. Du kannst auch mal allen Menschen entfolgen, die dich nicht inspirieren oder die dich einfach nur klein halten oder wo du dich einfach nur schlecht fühlst. Also du kannst auch mal deabonnieren. Und
dir einen ganz klaren Kern aus Menschen definieren, die du inspiriert findest und dann mal richtig eintauchen in deren Welt. Und da kannst du dir auch mal ein großes A3-Blatt nehmen und mal deren Welt mal aufzeichnen. Ja, wo sind die überall? Sind die bei Instagram, bei YouTube? Und dann zeichnest du das auf und machst du so Linien und verbindest die Punkte und dann findest du heraus, ah, okay, so erzählen die ihre Geschichte. Oh, mir geht die Luft aus. Mir geht die Luft aus. Okay. Das nächste Mal, wenn du ein Kunstwerk kaufst, ein Kunstdruck, ein Buch, ein Produkt, ich sag mal ein Lifestyle-Produkt, jetzt nicht Tomatensauce im Supermarkt und auch nicht, keine Ahnung, Kaffee oder so, diese alltäglichen Dinge, die sind jetzt mal ausgenommen. Wobei auch Kaffee und Schokolade, es können ja auch besondere Produkte sein, die du da bestellst, wie zum Beispiel von Kakao Micha, wo ich meinen Rohkakao immer bestelle. Ich möchte mal sagen, Kakao Micha hat auch eine wunderschöne Storytelling. Aber das nächste Mal, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du zum Beispiel bei Instagram auf eine Werbeanzeige klickst und dich anmeldest für diesen Kurs, um zu lernen, wie du einen Handstand machst, mal angenommen, wenn es das ist, was dich interessiert, dann schau doch mal, warum hat dich dieses Video angesprochen? Welche Geschichte hat diese Person erzählt? Was hat sie in dir getriggert? Welchen Schmerz, welches Gefühl, welche Hoffnung, Erwartung? Und das kannst du auch mal analysieren, herausfinden, dich selber mal beobachten, wo du persönlich einsteigst, was dich anspricht. Wenn du bei YouTube unterwegs bist, auf welche Videos klickst du? Weil dir das Titelbild so gut gefällt oder weil dich die Überschrift angesprochen hat? Also was ist es, was bei dir funktioniert, wo andere Menschen dich bekommen? Das kannst du auch mal beobachten. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und deine letzte Aufgabe, bevor ich hier gleich abhebe und über die Anden fliege, ist es, dass du dir eins deiner Kunstwerke nimmst, am besten eins deiner letzten, jüngsten Kunstwerke, so wie bei mir das Kolibri-Bild, und du schreibst einen Text über dieses Bild. Auch wenn du das noch nie gemacht hast, jetzt ist deine Chance, damit zu starten. Du schaust dir dein Kunstwerk an und du schließt mal deine Augen. Also in dem Moment kannst du es nicht sehen, aber du kannst doch mal reinfühlen, wie es war, dieses Kunstwerk zu malen, was dich inspiriert hat, in welchem Moment du gemalt hast. Also auch das ist spannend, in welchen Momenten malst du, was dich inspiriert hat, dieses Bild zu malen. All das schreibst du auf, warum du zu diesen Farben gegriffen hast. Warum hast du zur Leinwand gegriffen? Warum zu Holz? Warum zu Papier? Also du kannst über alles schreiben, was irgendwie im Zusammenhang mit deinem Kunstwerk steht. Und dann kannst du tiefer eintauchen in deinen Malprozess. Wie hat sich der Malprozess für dich angefühlt? Was hast du erlebt? Woran hast du gedacht? Wie lange hat es gedauert? War es leicht? War es schwer? Waren Stimmen da? Schreib über alles, was dir irgendwie einfällt und ganz wichtig, bewerte es nicht. Hauptsache, du beginnst einmal deine künstlerische Reise, deinen Malprozess auch mal schriftlich festzuhalten. Und wenn du seitenweise schreibst und in diesen ganzen Seiten ist ein einziger Satz dabei, den du voll fühlst, wo du denkst, wow, krass, voll die Erkenntnis. Und wenn du nur diesen Satz im Zusammenhang mit deinem Kunstwerk veröffentlichst bei Instagram oder auf deiner Webseite, dann hat es sich gelohnt, über dein Kunstwerk zu schreiben. Und desto mehr du schreibst und desto mehr du in diese Routine gehst, desto mehr wirst du über deine Kunst erfahren, über dich erfahren. Die Kunst ist ein Spiegel unserer persönlichen Entwicklung. Wir können so viel durch unsere Kunst lernen, indem wir nicht nur malen, sondern auch darüber schreiben, reflektieren, uns Gedanken machen. Und desto mehr du schreibst, desto besser wirst du schreiben in der Zukunft. Das verspreche ich dir. Am Ende des Tages geht es nicht um die perfekte Grammatik,
sondern es geht darum, dass du, so wie du sprichst, dass du genau das schreiben lernst. Wenn du zum Beispiel mein Buch liest, noch in diesem Leben eine Reise zu mir und meiner Kunst, du wirst merken, dass ich so schreibe, wie ich spreche. Und genau das kannst du auch. Und dann ist Schreiben leicht. Schreib einfach so, wie du sprichst. Schreib so, wie es dir durch den Kopf geht. Genau so ist es richtig. Genau so ist es richtig. Und als Bonusaufgabe für alle, die jetzt richtig gefesselt bis zum Ende mitgeschaut haben und sagen, ich möchte den nächsten Schritt gehen in meinem Storytelling, ich möchte meine Geschichte erzählen, ich bin voll inspiriert, ich schreibe schon oder ich beginne noch heute mit dem Schreiben, und als Bonusaufgabe gebe ich dir mit auf den Weg, ein Video zu machen. Nimm dein Kunstwerk in deine wunderschönen Hände, in deine Künstlerhände. Stell eine Kamera auf, dein Handy reicht vollkommen aus, und dann sprich über dein Kunstwerk. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Was hat dich zum Malen inspiriert? In welchem Moment hast du gemalt? Wie ging es dir in diesem Moment und wie ging es dir danach? Was hat das Malen mit dir gemacht? Welche Maltechniken hast du verwendet? All das kannst du natürlich erzählen. Aber am wichtigsten ist immer, was du fühlst, was dich inspiriert hat, was in deinem Geist, in deinem Wesen los ist, was deine Seele durch dich kommunizieren möchte, das am Ende des Tages ist das, was wirklich zählt und was andere Menschen inspirieren wird und wo sich andere Menschen mit dir verbunden fühlen. Also wenn du das machst, dann ziehe ich meinen Hut vor dir. Gott, das kam jetzt super, super spontan. Sehr kreativ, oder? Dann ziehe ich meinen Hut vor dir, meinen schönen Hut, und sage, wow, wirklich toll, dass du das machst. Ist super mutig. Es kostet unglaublich viel Mut, Bereitschaft, dich verletzlich zu zeigen. Ich bin da voll durchgegangen, durch all diese Gefühle und Prozesse. Ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich weiß, dass das Herz schlägt, wenn du dann dein Video veröffentlichst bei Instagram oder auch bei YouTube, ja. Ich habe ein Video, ich habe das vorletzte Video von mir, ich habe mir kein einziges Kommentar durchgelesen. Ich hatte Angst. Das mache ich eigentlich, bin ich so weit, dass ich ganz gut eure Kommentare lesen kann, aber ich gestehe, dass ich bei diesem Bin ich Wilder oder Nora Video nicht mehr hingeschaut habe, ich konnte es nicht. Das war noch etwas zu krass aus meiner Komfortzone. Und das ist okay, aber weißt du, es ist so wichtig, dass du es trotzdem tust. Denn es wird Menschen geben, die du unfassbar bewegen, verändern, inspirieren kannst, wo sich Leben verändern. Überleg mal, du kannst das Leben eines anderen Menschen verändern, indem du dich zeigst. Und deswegen, wenn du ein Video teilst bei Instagram, dann verlinke mich super gern. Ich kann es dann teilen mit meiner Community. Ja, dann können wir gemeinsam wachsen, können gemeinsam erblühen. Ich zeige super, super gerne deine Kunst. Wenn du dich traust, ein Video zu machen, dann teile ich das. Verlinke mich, sonst kann ich es nicht teilen. Und danke. Danke, dass du bis zum Ende hier geschaut hast, dass du da bist, dass du hier bist, dass du dich berufen fühlst, deine Kunst zu machen, dass du niemals aufgibst, dass du auch nach einem tiefen Tal trotzdem weitermachst, denn die gehören einfach dazu, durch die gehe ich auch, und dass du einfach eine coole Socke bist, weil du malst, weil du Künstler, Künstlerin bist und weil wir einfach echt wichtig sind. Wir sind wichtig für die Gesellschaft, für andere Menschen, denn Kunst begleitet den Menschen seit so langer Zeit. Seitdem Menschen in Höhlen ihre Vision an die Wände gemalt haben. Kunst gehört in unser Leben. Und deswegen bist du wichtig. Und deswegen ist es deine Aufgabe zu malen.
und deine Geschichte zu erzählen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schenkst. Ja, das ist auch eine Art von Wertschätzung. Da freue ich mich riesig. Und wenn ich von dir höre, lese, dich sehe, deine Kunst sehe, wie auch immer, in welcher Form, dann freue ich mich. Danke.